herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute werden wir wieder ein bisschen mit dem Bautool arbeiten und dann auch nochmal nach neuen Bewohnern Ausschau halten, dass wir auch mal Kohle wiederbekommen, ne? Und kein Schaf oder keine Maus. Es sei denn, sie sieht cool aus. Ich ärgere mich noch ein bisschen, dass wir die Maus gestern nicht mitgenommen haben, aber ist in Ordnung. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 6. April. 9.18 Uhr hier auf Nimmerland. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten, aber ich habe gestern eine lange vermisste Lieblingssocke wiedergefunden. Sie war hinter der Waschmaschine. Du liebe Güte, das waren jetzt nicht wirklich Neuigkeiten, oder? So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Ja, sehr nett, Melinda. Sehr nett. Oh, ich habe noch Zahnpasta neben dem Mund. Ups. Habe ich mich wohl nicht ordentlich gewaschen heute. Egal. Kann ich nachher auch noch machen. Und wegen Corona geht man ja eh nicht raus. Danke, dass du immer meine Rüben kaust. Hier sind ein paar frisch gepflückte Bambussprossen direkt vom Berg für meinen lieben Moritz. Iss sie, pflanz sie, tu damit, was du immer willst. Oh, das ist aber nett. Das ist ja echt nett. Wow. Wie viel sind's denn? 2? 3? Oh, das ist echt... Wow. Das ist echt sehr, sehr nett von ihr. Wirklich. Wirklich. So, dann... Die kommen auch mal ins Lager. Die auch. Ich weiß nicht, was sie mit den ganzen Eiern jetzt machen soll. Weil, es sei denn, es gibt auch neue Rezepte und... Ja, ne? Mit 37 Rezepte hätte ich eigentlich schon. Oh, 4 sicher, das ist super. Das ist echt gut. Muschel nehme ich mal mit. Wir brauchen nämlich insgesamt vielleicht 50, um nochmal ein Haus zu verschieben. Oder so, deswegen nehme ich einfach mal hier ein paar mit. Da ist auch eine Flaschenpost, vielleicht ist das ein neues Rezept. Mal gucken. Ei, Flaschenpost, ja, wo ist der Hase? Frisiertisch, den habe ich schon, ne? Ja, den habe ich tatsächlich schon. Okay. Also noch gibt es keine neuen Sachen. So, hier haben wir auch noch eine Flaschenpost. Mal gucken. Von Frieda, Goldlückskatze, die habe ich noch nicht. Perfekt. Gestern war Buho der Geist da. Wieder. Dem habe ich halt wieder geholfen mit dem Seelen einsammeln und sowas. Ja. Sonst habe ich gestern aber nicht viel gemacht. Ich wollte zwar eigentlich angeln, um noch ein paar bisschen Geld zu farmen, aber ich hatte, glaube ich, von 5 Malen einmal einen Fisch und 4-mal diese schönen Eier. Ja. Ach man, wieso ist das kein Fossil? Wäre cool, wenn man so sagen könnte, oh, das Event ist jetzt für mich vorbei, ich habe alles. Das wäre schön, aber nein. Nein. Oh, es wäre ja hier, dass ich hier mich verausgabe, ey. Oh, wir haben irgendeine Meile bekommen. So, zeig mal her. Ja, hier gegen Fels gehauen. Das habe ich gerne gemacht. Sehr schön. Und Foto müssen wir machen. Machen wir mal kurz eine Fotokamera hier. Fotografieren. So, bitteschön. Man sieht gar nichts. So, dann hätten wir die Meile auch. Bitteschön. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So, hier haben wir nichts. Gilliver kommt auch irgendwie nicht mehr. Noch ein Ei. Ich raste hier gleich aus. Hier können wir das Rezept ablegen. Falls das irgendjemand mal braucht. Blumen gieße ich nachher. Ach cool, eine neue. Super. Da war auch Unkraut. Ich mach das mal eben weg. So. Ja. Jeden Morgen als erstes einmal um den Strand laufen.
dachte eigentlich, hier hängen vielleicht noch mehrere Kokosnüsse. Aber da habe ich mich wohl ein bisschen geirrt. Oh nee. Wie bin ich denn da jetzt aus der Ecke rausgekommen? Das kann ich ja auch niemandem erzählen. Oh. Ach komm, ich nehme euch auch mit. Ich brauche ja insgesamt 50.000, um irgendwas zu verschieben. Denn ich habe gestern noch Nuxladen verschoben, damit wir da jetzt einen Berg hin machen können gleich. Den habe ich einfach hier neben das Rathaus gesetzt. Oh, der Insektentyp ist da. Das ist schön, weil von Insekten wird man nicht so genervt. Genervt, genau. Ne, Insektentyp? Ja. Genau, geh da mal weg. Danke. Danke, danke. So, was hast du hier? Oh nein, Mann. Ich hole noch eben die anderen Dinger. Guck mal, hier habe ich es jetzt erstmal hingestellt. Es geht ja dann gleich wieder weg. Keine Panik. Dann haben wir Fossil. Gut, endlich mal was Gutes. Du kommst weg. Dann ernten wir die noch und danach gehen wir kurz verkaufen. Kurz verkaufen. Und dann fangen wir mit den Bauarbeiten an. Beziehungsweise wir müssen noch gucken, was Tina und Sina heute im Angebot haben. Und dann fangen wir an. Dann fangen wir endlich an. So, ich habe auch mich erkundigt, ob man das Rathaus irgendwie verschieben kann. Bisher konnte es noch niemand. Deswegen bin ich gespannt, ob man es überhaupt irgendwann mal kann. Eine Schleuder habe ich, glaube ich, gestern kaputt gemacht. Ja, habe ich kaputt gemacht. Dann lassen wir das Geschenk einfach geschenkt sein. Und es kann in die weite Welt rausfliegen. Ja, das ist meine Vision. So, gestern habe ich Kim Possible außerdem beendet. Habe ich jetzt alle Folgen gesehen. Und die Filme, die dort auch Folgen sind. Ja, war echt schöne Zeit. Jetzt habe ich mit Gargoyles angefangen. In Schwingen der Gerechtigkeit oder sowas. Irgendwie so. Weiß den Untertitel jetzt nicht so. So, dann können wir mal eben verkaufen. Hallo Nappy Schleppy, was wollt ihr denn heute haben? Mini-Werkbank, okay. Die habe ich leider nicht. Die habe ich nicht. Oder die Katze ist ja süß. Oder Tiger. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich will was verkaufen. Rübenpreis. Ich muss an den Rübenpreis denken. Den muss ich auch noch nachfragen. Koralle, das da. Hab Unkraut. So, bitteschön. 24, okay. Wie ist der Rübenpreis heute, Herr Nepp? Nee, das ist eindeutig zu wenig, Herr Nepp. Sie wollen mich doch wohl verkackeiern, oder? Ich hätte dafür ganz gern diesen Räucherstäbchen-Set da. So, und du? Der Papiertiger. Oh, der ist echt cool, den nehme ich. Den finde ich cool. So, Fensterblattpflanze ist auch ganz cool. Sehr schön. Und die Girlande, die nehme ich auch noch mit. Die verkaufe ich aber auch direkt wieder. Weil das ist einfach nur Schmutz. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Ja, mal gucken, was ihr da habt. Schönes, ne? Oh, die Ro rosa Spieltapete, okay. Ja, nee, ist auch nicht so meins. Aber das Schiff ist schon cool eigentlich auf dieser rosa Tapete. Aber dieses rosa. Mann, ey. Ich will das ja kaufen. Was denn anzubieten? Ja, hier, guck mal. Den Papiertiger behalte ich mal. Den finde ich cool. Hey, ich habe die Kokosnüsse doch nicht verkauft. Alter Schwede. 807 ja abgemacht. Die Firma dankt.
Ja, ich danke euch auch. Ja, schönen Tag noch, Nepp und Schlepp. So, hier haben wir noch ein paar Eier. Dann gehen wir mal eben zu Tina und Sina. Tina und Sina. Auf Amadeus und Sabrina. Sie reiten geschwind. Ah ne, so geht das gar nicht. Keine Ahnung. Bibi und Tina habe ich glaube ich noch nie gesehen. Geschweige denn mal irgendwie eine Kassette gehabt. Ich hatte immer früher nur 5 Freunde. Und ein paar TKKG. Aber TKKG fand ich nicht ganz so cool wie 5 Freunde. Ah, Moritz, da bist du ja wieder. Willkommen. Es ist nett von dir, dass du uns unterstützt. Das hilft uns aber, die beste aller Schneidereien zu sein. Aha, da ist wohl gerade schon wieder dein Lieblingskunde reingeschneit, Sina. In der letzten Zeit höre ich hier immer dieselbe Leier, obwohl heute Moritz reinschaut. Oft genug ist dann meine Antwort immer langsam. Wir haben noch nicht mal geöffnet. Tina, keine Sorge, Schwesterchen. Moritz nimmt sowas doch mit Humor, stimmt's nicht? Okay. Ich hätte auf jeden Fall ganz gerne diese Schlafmütze da. Die habe ich nämlich früher oft getragen hier drin. Steppjacke. Wir hätten auf jeden Fall wieder hier ein Smoking Jacket. Okay, nach Kleidung, ja. Sagen. Weiß oder doch so? Ich glaube den hier. Den. Ich hätte gern. So eine Jacke hätte ich auch ganz gern. Die finde ich auch ganz cool. Fleece Rock, okay. Oh, cool. Tiger Dinger. Tiger Shirt Kleid. Sehr interessant. Die sehen cool aus. Ach, hier eine Schlafmütze. So ein richtiges Rot haben die hier nicht. Dann würde ich die nehmen. Ist das denn Essensreste? Das ist ja hier. Lol. Monokel. Ich fasse es nicht. Das kaufe ich mir auch. So Badeschlappen. Finde ich auch mega cool. Ja, sind schon ein paar schöne Sachen dabei. Oh nee, ich habe das Kleid getragen, ne? Ach Mann. Ja, ich muss noch mal rein. Ich muss noch mal rein. Sorry, Tina. Lass mich noch mal rein. Ich habe was vergessen. Ich wollte den Smoking noch kaufen. Genau. Welche Farbe will ich denn haben? Schwarz, den oder den? Ich finde den schon am schönsten. Also schwarz mag ich nicht so richtig. Wow. Ja, danke schön. Danke, danke. So, haben wir jetzt Geld hier ausgegeben. Super. Da freut sich die Tina und die Sina vielleicht auch. Hoffentlich bis bald. Ja, mal gucken, ne? So, dann wollen wir jetzt mal gucken. Also, ich habe geplant. Wir müssen mal eben hier, ne? Ich hab's vergessen, wie es geht. Achso, hiermit. Wir können uns mal kurz die Wasseranleitung angucken. So sieht die Luxkatze aus. Und Insel Designer. Bauarbeiten beginnen. So. Du kommst mal hier bisschen. Och nee. Ich wollte doch keinen neuen Boden machen, ich wollte ihn wegmachen einfach. Denn ich möchte eigentlich, dass hier noch eine Reihe frei bleibt. Und das hier dann erst oben ist. Weil dann kann ich hier nämlich noch eine Bank reinmachen und dann eine Laterne und sowas. Ja. Und dann würde hier dann der Aufgang sein. Ja. Ja, ich glaube, so würde ich es machen. Wir bauen erstmal. So. Dafür brauche ich
Die Plateau-Lizenz kann ich ja auch bauen. Oh ja, kann ich machen. Cool, da muss ich es nicht wegmachen. Das ist schon mal sehr gut. So, dann bauen wir hier erstmal überall an. Das kann jetzt natürlich etwas dauern. Haben wir hier oben nämlich sehr, sehr viel Platz. Was ich echt cool finde. Denn so nimmt meine Bergstadt langsam Form an. Das rechte Haus hier, da weiß ich noch nicht, was ich damit machen soll. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie es jetzt hier ausschaut. Und im Notfall kommt das dann auch hier nach oben hin. So, Zina und Sina, die sollten eigentlich schön bleiben. Will ich den Aufgang von links machen oder von rechts? Ich glaube von rechts. Ne, ich glaube das Haus hier, das lasse ich doch hier unten. Das kann dann höchstens vielleicht hier hin oder so. Mal schauen. Weil ich möchte eigentlich nicht alle Häuser oben haben. Eins, zwei, drei Häuser sind oben. So, Pamellas Haus kommt noch nach oben. Das andere Haus, was noch leer steht, ist auch oben. Und rechts das Haus. Oh, da muss man mal gucken, wohin das hinkommt. Wohin das hinkommt, weiß ich noch nicht. So. Ja, das ist ja hier echt eine Arbeit. So, aber das machen wir schon. Oh nee, habe ich hier wieder eine Wand kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. So. Ach, die Blume kann bestimmt im Weg sein, oder? Nee, ist sie nicht. Gut. Perfekt. Haben wir schon wieder einen Ballon? Den Ballon lassen wir Ballon sein. Ja, hier bitte einmal hin. Hier auch. Dann machen wir oben, glaube ich, das Stück da hinten auch noch ein bisschen länger nach vorne. Ja, das könnten wir machen. Mal gucken. So. Hier muss auf jeden Fall nur eine Reihe, also so eine, ne? So eine Reihe hin. Und danach müssen wir hier schon abrunden, weil sonst sieht es komisch aus. So. Können wir hier noch eine Reihe machen? Und da. Und dann würde ich das ja eigentlich schon so lassen. So, ungefähr. So sieht es ja eigentlich nur ganz gut aus. Dann können wir hier im Hintergrund Bambus und sowas machen. Finde ich ganz cool. So, und hier müssen die Blumen dann gleich weg. Ich glaube, dieses Haus hier, das platziere ich echt nach oben. Vielleicht so ein bisschen weiter nach rechts. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja. Muss nämlich gleich noch gucken, wie viel Platz der Laden braucht insgesamt. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Oh. Da ist ein Loch entstanden. So. So, der Laden, der müsste da jetzt eigentlich genug Platz haben. Eigentlich. So, hier machen wir jetzt noch einen hin. So, dann hier. Und dann müsste hier dann der Aufgang hinkommen. Oder ich brauche da zwei oder drei der Aufgang. Ich glaube, ich hole mir den mal eben. Ich hole mir den mal eben. Warte, wir können da auch gleich mal den Geldbeutel mitnehmen. Oh, gib mal her. Super. Danke, danke. Und das dann nehme ich auch mit. Geh mal weg, Koala-Schirm. Ich muss da was graben.
Hallihallo, wie geht's dir? Ich wollte mit dir reden. Niemand hat genauso. Ja, schön. Sehen wir uns da. Ach man, ich wollte nicht reden. Ich will das da wegmachen. Okay, ich bringe dir das dann, wenn ich ein Dessert-Fossil finde. Yeah. Oh, kein Applaus für mich, du bist aber gemein. Das merke ich mir. Das merke ich mir. So. Ich wollte einen Aufgang kaufen. Komm mal her, Nuki-Buki. Oh, ich muss, glaube ich, erst den Weg dahin machen, oder? Weiß es gerade nicht. Ja, ich setze mich mal hin. Hallo, hallo. Ah, Moritz. Hallo, hallo. Bauberatung. Infrastruktur. Ich möchte gerne einen Aufgang bauen. Aufgang. Ja. So, nehmen wir jetzt das oder nehmen wir mal Holz? Oder Stein. Unten haben wir ja Steinboden. Das heißt, ich würde vielleicht sagen, wir nehmen die Steintreppe. Ja, und ob. Können wir nämlich oben dann auch den Steinweg benutzen. Ja. So, danke schön und tschüss. So, die Flagge muss ich mich irgendwann noch drum kümmern. Aber das ist ja später. So, dann gucken wir mal, ob's hier hinpasst. Hier. Mal sehen bitte einmal. Ja. Ich überlege gerade. Ja, okay, komm. Dann klatschen wir da vor den Baum, dann sieht man es nicht so krass. Ja, sehr gut. Dann muss ich hier aber noch was hinmachen. Plateau-Lizenz, bitteschön. Da einmal bitte Berge machen. So. Den können wir so machen, den auch. Hier hätte ich einen, der auch gerne irgendwie sowas. Oh. Da, den machen wir so. Perfekt. Perfekt, perfekt. Oh, den Aufgang hätte man auch hier schön hinmachen können. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Nicht so schlimm. So. Dann gehen wir mal eben nach hier oben. Hallo? Danke. Dann hätte ich ganz gerne den Boden hier. So. Und dann wäre. Ich überlege gerade, ob man den Weg nicht schon seitlich macht. Zumindest ein bisschen seitlich. Dass wir da zum Haus hinkommen. Müssen wir mal gucken. Ja, weil das ist ja schon ziemlich nah hier am Dings. So, perfekt. Und dann hier auch noch. So. Hier würde dann Nuxlan hinkommen. Ich habe mir überlegt, hier machen wir später dicht. Hier machen wir dicht. Dass es dann hier nur noch nach hier oben hingeht. Das habe ich mir so ein bisschen überlegt. Heißt, wir werden hier den Berg dann fortsetzen. Aber erstmal müssen wir jetzt Dingsi Bumsi wieder umziehen lassen. Und ich überlege gerade noch genau wohin. Vielleicht hier so. Vielleicht hier so. Wir machen mal hier diese Dinger hin. So. So. Dann können wir das nämlich hier abrunden.
mache ich auch mal weg. Runden wir hier auch ab. So. So müsste es eigentlich passen. Ich guck mal. Ach ja, wir müssen erstmal Geld farmen, noch ein bisschen. Wie viel brauchen wir noch ungefähr? 3000. Okay, heißt paar Früchte einfach nur. Hier hätten wir Birnen. Das sind 1500. Und nochmal 1500. Dankeschön. Die Bank dankt euch. Rechts haben wir wieder eine neue Blume. Sehr gut. Haben wir hier rechts noch Kokosnüsse? Ich weiß es nicht. Nee, haben wir nicht. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Na, vielleicht verschönern wir da morgen mal schon mal ein paar Wege. Schauen wir dann. Schauen wir dann, wenn es soweit ist. Oh, hier haben wir eine neue Farbe. Pink, okay. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Und, ach, da waren noch Birnen. Okay, okay, okay. Dann gehen wir jetzt mal ganz, ganz schnell. Verkaufen, verkaufen. Ich wollte schon in den Luxladen reingehen zum Verkaufen. Aber es wäre falsch gewesen. Ah ja, falsch sagt man nicht. Habe ich gelernt. Das. Ja, das kann man auch machen, ja? So. Nee, ich will das nicht kaufen. Ich will Sachen verkaufen, Herr Nepp. Herr Nepp, hier, guck mal, was ich hier habe. Ich habe Birnen, Kokosnüsse, lecker, 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 schmecker. Und das war's auch schon. Oh, ja, ja, da habe ich viel gesammelt, ne? Ja, guck mal, 16.000 kriegst du dafür. Oh, danke schön. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. So, und wenn wir jetzt gleich hier schon mal in Lux Dingsybums sind, ne? Um das zu ändern, dann können wir auch mal kurz zwei Meilen-Tickets kaufen. Zwei Meilen-Tickets. Hallo, Nookportal. Ja, 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 ja. 150, danke schön. Nookmeilen einlösen. Hier, Meilen-Dingsy. Ja, einlösen. Danke. Ihr Meilen-Ticket wurde gedruckt. Möchten Sie noch etwas auswählen? Ja, zwei. Ja, danke. Oh, ihr Meilen-Ticket wurde gedruckt. Sehr nett von Ihnen, Automat. Was will ich nur ohne Sie machen? Oh, hallo, Herr Nook. Sie können den Kaffee mal wegpacken, ja? Ich bin jetzt dran. Willkommen bei der Bauberatung. Wie kann ich Ihnen helfen? Infrastruktur. Ich möchte Position ändern. Oha! Was wollen Sie denn ändern? Den Laden. Ja, bitte. Ja, ja, Nepp und Schlepp haben da nichts dagegen. Ich hab schon mit denen geklärt, Alter. Wenn sie was dagegen haben, ne, dann gibt's aber hier Dresche, Dresche. Hallo, ich hätte lieber mit Schlepp geredet als mit Nepp. Mann. Ja, danke, danke. Tschüss, Nook. So. Oh. Dann gehen wir mal hier hoch.
Ich hoffe, ich habe richtig geplant. Gucken wir mal, ob es hierhin passt. Hier ein hierher richten. Ich würde mir das gerne mal ansehen. Ach, nee, komplett falsch. Nee, nochmal überlegen, bitte. Wenn das da hinten ist, dann muss ich ja das hier... Okay, ich muss das hier auf jeden Fall eins nach hinten verschieben. So, sonst kann man später links nicht mehr durch. So, dich hätte ich dann ganz gerne. Dann machen wir hier was hin. Und hier was hin. So. Das kommt weg. Das kommt weg. Und das kommt weg. So, dann machen wir hier. So, und jetzt stellen wir uns hier hin. Hier herrichten. Mal sehen bitte einmal. Ja, wo ist es hin? Nee, nochmal überlegen bitte. Also eigentlich müsste es da sein. Hier herrichten bitte. Mal sehen bitte. Was ist das anstrengend hier? Nee. Nein. Es muss eins nach hinten. Es muss eins nach hinten. Heißt, ich muss hier nochmal alles ändern. So. Bitteschön. Weg damit. Oh nee. Du solltest nicht weg. Und du. Dann machen wir hier noch hin. So. Und hier machen wir auch noch was hin. Und da. Oh, Alter. Nee. Keine Worte, ey. So, hier machen wir jetzt einfach auch noch was hin. So. Und nochmal hier herrichten. Mal sehen, bitte. Ja, schon besser. Okay. Der Boden wird einfach komplett überdeckt. Okay, interessant. Interessant. Aber da machen wir den Weg aber tatsächlich so nach hier. Und dann gehen wir nach links. Das kommt dann weg. Ich weiß nicht, möchte ich einen Doppelweg haben oder nicht? Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber ein Doppelweg ist, glaube ich, schöner. Zumindest in den Ecken. Wenn wir dann hier so eine Rundung reinmachen. Ja. Ja, mal gucken. Mal gucken. Das können wir ja irgendwann nochmal verschönern. So, auf jeden Fall, das ist jetzt der Plan hier. So, hier hinten werden wir dann die Tage hier noch einen Berg ziehen. Und ja. Und dann hier noch einen Aufgang hier hinklatschen. Der dann vielleicht nach so nach oben geht oder von hier nach oben. Das können wir dann noch überlegen. Und dann würde ich einfach sagen, wir gehen jetzt mal eben nach Hause, bringen alle Sachen weg. Oder wir gehen erstmal zu Eugen. Zu Eugen und danach gucken wir mal eben nach neuen Bewohnern. Und ich hoffe, wir haben mal Glück. Ich weiß gar nicht, wo mein Handy ist, Leute. Ich kann gar nicht nebenbei auf mein Handy schauen. Das ist traurig, oder? Ja. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ja, huhu, huch. Ein Huchen. Bitte, um pardon. Wie darf ich Ihnen helfen? Fossilien analysieren, bitte. Ich habe 3 Stück gefunden. 3 Stück. Wir sind hier echt auf einer guten Fossilienmine gestoßen, Herr Eugen. Huch, nicht nur ein Fisch. Fusch, das ging ja schnell. Hier nehmen Sie zurück. Wie? Hä? Wie? Wie, hä? Hat er die abgelehnt? Hat er die jetzt analysiert? Ja, hat er. Wow. Dann tschüss, Eugen. Wenn du meine Fossilien nicht willst, dann bist du es nicht wert, okay?
Mann. Ich habe mir so viel Mühe gegeben mit den Fossilien sammeln. Und jetzt kommen die hier einfach weg. Weg. Einfach weg. Willkommen, Moritz. Was kann ich für dich tun? Ich will was verkaufen. Hier. Warte mal eben. Wir haben zweimal Triceratops. Die würde ich dann behalten. Weil die können wir dann irgendwo als Deko tatsächlich hinstellen. Abgemacht. Für das Museum dann später, wenn wir es irgendwann mal umplatzieren und so eine Art Aufgang bauen. Genau. Dann stelle ich das mal eben hier kurz beim Museum. Oder hier hinter. So, platzieren. Und platzieren. Dann fehlt nur noch der Kopf. So, einmal drehen, bitte. Nee, andersherum, glaube ich. So, genau. Fehlt nur noch der Kopf. Super. So, nee, wir gehen, glaube ich, nicht nach Hause. Wir haben ja eigentlich genug Platz. Tatsächlich. Hallo, Dodos. Ich bin's, euer Kamito. Hallo? Hey, willkommen am Tor zu den Lüften. Wie kann ich behilflich sein? Ich möchte fliegen. Du scheinst übrigens ja auch ein Meilenticket zu haben. Willst du es nutzen? Ja, möchte ich ganz gerne nutzen. Danke der Nachfrage. Auf geht's. Dann los, ab in die Luft mit dir. Mist, ich habe ganz vergessen zu überprüfen, ob du gerade den Inseldesigner verwendest. Ja. So, danke. Ich guck gerade, wo mein Handy ist. Alter, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Es lag fast vor mir, tatsächlich. So. Unter meiner Bettdecke war's. Alles klar. Okay, dann guten Flug. Ja, den werde ich haben. Den werde ich haben. Wie lange nehmen wir eigentlich auf? 37 Minuten, okay. Okay. Egal. Heute ist Montag. Roger kommt zu Laum, aber der Flug, oh, der war heftig. Bienchen oder Bäumchen? Ein Hahn. Ach man. Das ist auch nicht das, was ich wollte. Ja, du kannst mich auf jeden Fall mal einschalten. So, und hier ein Ei. Bist du auch ein Ei? Oh, ich raste aus. Ich raste aus. Ja, tschüss, ne? Ein Hahn will ich auf jeden Fall nicht haben. Tschüss, ich bin weg. Ich bin mal woanders. Ja, ich möchte zurückfliegen. Ja, los geht's, bitte. Ich muss hier weg. Hier gibt's gar nichts für mich. Außer Hühnchen zum Essen. Aber das will ich nicht auf meiner Insel haben. Sonst werde ich noch zum Fleischesser. Fleischfresser? Ja, Fleischfresser. Oh, hallo Dodo-Schön, ich will fliegen. Oh, ich möchte fliegen. Ja, ich habe mein Ticket, genau. Mein Ticket nutzen. Es ist alles bereit zum Abheben, auf geht's. Dann los, ab in die Luft mit dir. Speichervorgang, bitte berühre nicht den Powerknopf. Dodo 1 hier spricht. Ach, Donnerstag? Ab dem 9. Ich weiß nicht, ob, ist Donnerstag der 9.? Nee, Dienstag ist der 7., ne? Doch, dann ist Donnerstag der 9. Da gibt es weitere Spiele im Angebot. Unter anderem Zelda. Also The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ist dann im Angebot im E-Shop. Also, ne? Ich würde. Also, wenn ihr das Spiel noch nicht habt, ne, dann würde ich jetzt zuschlagen. Also in 2 Tagen. Um ab 15 Uhr. Ab 15 Uhr. Ne? Das ist ungefähr das beste Spiel für die Switch momentan. Och man, was habe ich denn so für so ein Pech hier? Verstehe es nicht, Leute.
Was mache ich denn falsch, dass ich hier solche komischen Bewohner kriege? Guck mal, wie der guckt, ey. Ist das eine Sie oder ein R? Ingo? Hier jemand von meinem Format zu treffen, hättest du nicht erwartet, ne? Ja, ich. Nee, nee. Nee, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Das ist ja hier alles Verarsche, oder? Fühl mich richtig verarscht vom Spiel. Ich krieg nie coole Bewohner. Ich will nach Hause. Dodo, ich will nach Hause, Udo. Fliegen wir zurück, ja? Ja, los geht's. Okay, Leute. Ich würde dann sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bei Animal Crossing New Horizons. Was wir morgen machen, überlege ich mal. Vielleicht machen wir den Weg oder halt den Weg. Den Berg oder den Weg. Müssen wir mal schauen. Sonst wüsste ich gerade nicht, was wir noch machen könnten. Also, außer zu bauen, ne? Am 11. findet ja dieser der Angelwettbewerb statt. Ich gucke gerade mal eben unten in der Karte. Also ein Haus muss dann nach oben. Oder das lassen wir da vorne. Aber stellen es noch ein bisschen weiter nach oben in das nächste Kästchen. Und die Eulerei, die müsste ja dann irgendwo links hinkommen. Da, ja, so neben die Susa oder so irgendwo da. Die Eulerei irgendwie so zwischen zwei Flüssen ist, aber die Eulerei unten ist. Also, dass man nicht hochläuft, sondern runterläuft. Oder halt hochläuft und dann so zwei Wasserfälle links und rechts. Muss ich mir noch überlegen, weil da müssen wir den Berg extrem vergrößern. Hatte ich ja eins je vor, ne? Als ich das eine Haus dann irgendwann hochstellen wollte. Genau. Ja, müssen wir mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Rechts ist die Playlist, links kommt ihr zu irgendeinem Video. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao!